Und jetzt kommen nämlich unsere Fußballfans auf ihre Kosten, nämlich die mit dem 25. Hallenfußballturnier des Bremer Fußballverbandes. Am 29. Dezember fand vor der neuen Zuschauerrekordkulisse von 7.409 in der ÖVB-Arena das 25. Amateur-Hallenfußballturnier um den Sparkasse Bremen Cup des Bremer Fußballverbandes statt. Dazu hatten sich die 8 besten Vereine der Bremen Liga qualifiziert. Wie in den Vorjahren hatten sich rund um die Hallenfläche zahlreiche Aktionsstände aufgebaut und luden zum Verweilen ein, wenn der eigene Verein gerade nicht spielte. Dicht umlagert war auch der Stimmabgabestand zum Amateurfußballer des Jahres 2012 des Weserkuriers, wo alle 5 zur Wahl stehenden Akteure Iman Biria, Dave Otto, Mehmet Ali Fidan, Dennis Nukic und Alexander Schlohbohm lebensgroß in Starschnittgröße aufgestellt waren. Natürlich waren auch Hüpfburgen, Kletterberg und Menschenkicker für die Kleinsten in der Halle 1 vertreten. Doch zurück zu den Fußballern in der Arena, wo gleich das erste Halbfinale zwischen dem Ersten der Gruppe 1 und dem blauen Jersey zu erkennenden Bremer SV und dem Zweiten der Gruppe 2, der SG Aum und Fegesack, angepfiffen wurde. Von Beginn an entwickelte sich ein hektisches Spiel. Hier spielte der aktuelle Erste gegen den Zweiten der Liga. Hier verliert Iman Biria das Duell gegen Muhammad Hotic von der SAV und foult ihn und bekommt dafür vom Schiedsrichter eine 2-Minuten-Strafe. Das nun anstehende Überzahlspiel 5 gegen 4 nutzt die SAV zum glücklichen 1:0. Nach dem Abpraller an der Bande ist es der noch eben gefaulte Muhammad Hodic, der den Ball über die Linie drückt. Hier wird ein BSVer im Angriff gefault, der Pfiff jedoch bleibt aus und so kann die SAV kontern und macht daraus das 2:0 durch die Nummer 7 Adrian Felis. Der gefaulte Spieler des BSV meckert nun auch noch und bekommt dafür die nächste 2-Minuten-Strafe. Die erste Chance des BSV dann in der 9. Spielminute. Der SAV-Torhüter hält glänzend. Es ist ein Schuss von Christian Schwarz. Den 3:0 Endstand erzielt dann wieder in Überzahl durch die dritte Hinausstellung Adrian Felis, der den BSV-Torwart in der 12. Spielminute überlistet. Damit zieht die SG Aum und Fegesack als erste Mannschaft ins Finale ein. Für das zweite Halbfinale konnte sich überraschend der Habenhauser FV, der in der Gruppenphase sogar schon die SAV besiegt hatte, qualifizieren. Hier hieß der Gegner Sparta Bremerhaven, die aktuell Platz 4 in der Bremenliga belegen. Hier übernahm die Bremerhavener Mannschaft sofort das Kommando und erzielt hier nach einer schönen Einzelleistung durch die Nummer 10 Nehat Chalai das 1:0. Doch schon im Gegenzug ebenfalls in Spielminute 2 das 1:1 durch Steffen Meißner nach einer schnell ausgeführten Ecke. Überhaupt gefiel der Habenhauser FV durch guten Kombinationsfußball, der aber nicht immer mit einem Torerfolg abgeschlossen wurde. Wenn es mal brenzlig wurde, hielt der Habenhauser Torwart seinen Kasten sauber. Habenhausen im Angriff durch die Nummer 10, Dave Otto. Der bekommt den Ball vom Mitspieler zurück, dreht sich und schießt das 2:1 in der 9. Spielminute. Und da Angriff die beste Verteidigung ist, macht Habenhausen weiter das Spiel und hat hier zunächst Pech. Doch dann kann Steffen Meißner auf Vorlage von Max Kluge das 3:1 erzielen. Das war die Entscheidung. Habenhausen zog damit erstmals ins Endspiel dieses Turnieres ein. Vor den weiteren Spielen wurde dann zunächst einmal der Fußballer des Jahres 2012 gekürt. Es ist der alte Iman Biria vom BSV, der 43% der abgegebenen Stimmen erhielt. Sein Preis eine Werder Dauerkarte für 2 Personen und ein Spanferkelessen für die ganze Mannschaft. Fürs nächste Jahr werde ich mich nicht zur Wahl stellen. Das steht schon mal fest. Im Penaltyschießen trifft dann der BSV auf Sparta Bremerhaven. Zunächst trifft Nehat Chalai zum 1:0 für Sparta. Philipp Schiller gleicht postwendend zum 1:1 für den BSV aus. Cool wollte es dann Dennis Schäfer für Sparta machen, doch er scheitert mit einem Lupfer. Besser macht es dann Sebastian Kurkiewicz vom BSV, der das 2:1 für seinen Verein erzielt. Nun muss Tarek Schaban verwandeln, doch sein Schuss geht knapp am Tor vorbei. So belegt der BSV am Ende Platz 3 des Turnieres nach dem 2:1 im Penaltyschießen. Im Endspiel des Turnieres zwischen der SAV und dem Habenhauser FV fiel in der 6. Spielminute das 1:0 für die Habenhauser durch Kai Mertens. Im Gegenzug in Spielminute 7 schafft die Nummer 24 Abdullah Bastas für die Fegesacker das 1:1 mit einer technisch sauberen Aktion. Aber die SAV rennt sich oft fest und so kann Habenhausen kontern und trifft hier mit einem strammen Schuss von Max Kluge zum 2:1. Gelingt der Überraschungserfolg, aber die SAV gibt sich nicht geschlagen und kommt hier eine Minute vor dem Ende in Spielminute 13 zum Ausgleich zum 2:2, Torschütze Nummer 6 Tobias Esche. Und die SAV will den Sieg, rennt sich aber wieder fest und bekommt den Konter im Spiel 2 gegen 1. Zunächst kann der SAV-Torwart abwehren, doch der Nachschuss sitzt. Das ist die Entscheidung durch Max Kluge. Der Mauser FV gewinnt 3:2 und ist damit erstmals nach 25 Jahren Gewinner des Turnieres. Und dann gab es kein Halten mehr auf Habenhauser Seite. Und so bekam der Habenhauser Mannschaftskapitän Stefan Franke den Pokal und den Gewinnerscheck überreicht. Übrigens, für mich war es das beste Endspiel seit Jahren mit 2 technisch guten Mannschaften. Nach der obligatorischen Siegesfeier sprach ich mit Wolfgang Kaspar vom Bremer Fußballverband. Wolfgang, eine ganz, ganz tolle Veranstaltung.
Ja, du musst natürlich sagen, 25. Mal, viel Erfolg, tolle Zuschauerzahlen, haben die Zuschauerzahl von 7.300 letztes Jahr getoppt. Ich weiß es nicht, wir liegen, glaube ich, bei 7.6, 7.7, sowas in dem Bereich oder so knapp unter 8.000. Also wir sind sehr zufrieden und wir haben wunderbaren Amateurfußball gesehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, so ein bisschen tragisch ist das für Fee gesagt. Dritte Mal hintereinander, immer um ein Tor verloren. Sie tun mir schon so ein bisschen leid, aber Habenhausen hat gut dagegen gehalten, Habenhausen hat gut gespielt und Habenhausen hat letzten Endes auch verdient mit einem Torunterschied gewonnen. Ja, ein spannendes reales Herzklopfen am Ende. Ich glaube, er war noch ganz aufgeregt und wir haben jetzt ein etwas beruhigtere Studiogäste hier. Einmal Imam Viria, Fußballer des Jahres, also echter Siegertyp und vom Dave Otto stellvertretend für den Sieger des Turniers Habenhausen e.V. Jetzt hast du eben noch mal eben kurz gesehen im Finale, dieses spannende Finale, wie habt ihr es erlebt? Du vor allen Dingen wahrscheinlich auf dem Spielfeld. War das Feeling da vor Ort? Ja, war natürlich erstmal eine super Stimmung vor den ganzen Zuschauern. Ich sag mal, das erleben wir nicht jeden Tag, dann vor so einer Kulisse zu spielen. Und war natürlich was ganz Besonderes einfach auch für uns als Verein dann, weil es auch so unerwartet war, im Finale zu stehen. Und von daher natürlich, dass wir das dann auch noch gewonnen haben, überragend. Also ihr wart sozusagen als Außenseiter in das Turnier gestartet. Das heißt, Iman, du kommst vom Bremer SV, ihr seid eigentlich so mit Dritter geworden, aber auch mit in der Liga gut platziert. Und dann kommt auf einmal der Habenhauser SV um die Ecke. Habt ihr gegeneinander auch gespielt und wie war das, hast du das miterlebt, das Turnier? Ja, wir sind natürlich mit breiter Brust in dieses Turnier gegangen als Tabellenführer der Bremenliga. Ja. Wollten natürlich auch dieses Turnier gewinnen. Dadurch, dass der FC Oberneuland nicht angetreten ist dieses Jahr, waren wir natürlich auch der Favorit. Gegen den Habenhauser FV haben wir nicht gespielt. Schade, aber Respekt wirklich. Also ich muss sagen, die haben ein super Turnier gespielt, haben auch verdienterweise das Turnier gewonnen. Wie war das? Wart ihr wirklich am Ende auch überrascht, dass ihr Sieger geworden seid? Gibt das jetzt nochmal einen Aufschwung für die Saison oder wie kann ich mir das vorstellen? Also absolut. Wir sind in das Turnier reingestartet, wollten uns einfach nur gut verkaufen, vielleicht mal ein Spiel gewinnen, aber dass wir dann gleich wirklich das ganze Turnier gewinnen, hat, glaube ich, keiner mit gerechnet. Und dementsprechend haben wir dann auch gefeiert und ich denke, erst so ein paar Tage später hat man das dann auch wirklich realisiert, was man da gewonnen hat. Ich meine, für dich gab es auch was zu feiern. Du bist Fußballer des Jahres geworden. Wie war das Gefühl für dich, dort jetzt wieder geehrt zu werden als Fußballer des Jahres? Das war natürlich eine sehr, sehr große Ehre für mich. Ich glaube, es hat noch kein Fußballer geschafft, zweimal hintereinander diesen Titel zu gewinnen. Aber ich muss auch sagen, das ist natürlich ein Dank, den ich hier aussprechen muss an meine ganze Familie, an den Verein Bremer SV und an meine ganzen Freunde, die mich bei dieser Wahl unterstützt haben. Weil im Endeffekt zählen keine objektiven Werte bei dieser Wahl, sondern natürlich die Stimmen, die man dann durch die Familie, Freunde, Vereine und neutrale Leute bekommt. Stellt der Habenhauser SV dann nächstes Jahr einen Konkurrenten Iman gegenüber oder habt ihr auch für Iman gestimmt? Ich war ja auch nominiert dieses Jahr, habe den 5. Platz gemacht. Ja, aber wie er schon sagt, ich sag mal, auch herzlichen Glückwunsch natürlich auch nochmal von mir, aber hatte ich ihm auch schon persönlich gesagt. Ja, es war eine Ehre, nominiert gewesen zu sein. Wer dann gewinnt, da muss natürlich die meisten Leute dann einfach auch mobilisieren. Ne? Was bedeutet das, wenn man jetzt Fußballer des Jahres wird? Also kriegt man einen tollen Pokal, eine Plakette und eine Urkunde? Ja, also Fußballer des Jahres? Oder? Ja, mittlerweile ist das ja so, dass der Weser-Kurier damit eingestiegen ist. Früher war das nur der Weser-Report, jetzt der Weser-Kurier. Und dementsprechend gibt es natürlich auch einen tollen Preis. Und zwar ein Jahr eine Dauerkarte im Weserstadion. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Und darüber hinaus ein Gutschein für 25 Personen bei einem Party-Service. Den werde ich natürlich der Mannschaft spendieren. Wollte gerade sagen, also das geht an deine Mannschaft. An deine Mannschaft. Hat der Habenhausen SV auch irgendwas gewonnen als erster der Turnier? Oder Ruhm und Ehre und auf jeden Fall, yes. Ruhm und Ehre natürlich auch. dann haben wir noch 1.000 Euro gewonnen, die gingen in die Mannschaftskasse. Was wir damit machen, steht aber noch nicht fest. Nun startet ihr wieder in die Saison, alle beide mit euren Mannschaften. Was nehmt ihr mit von diesem Hallenturnier und von dieser super Kulisse? Nehmt ihr noch besondere Motivation aus der Winterpause sozusagen mit? Ja, natürlich. Wir als Tabellenführer möchten natürlich Meister werden und den Pokal gewinnen. Das hat uns dann natürlich nochmal einen Aufschub gegeben. Und wir werden jedes Spiel motiviert bestreiten, um dann am Ende ganz oben zu stehen.
Da wünsche ich auf jeden Fall dem Bremer SV schon noch viel Glück bei. Wir hatten euch auch schon in der Sendung und begleiten euch auch immer wieder nebenbei. Wie sieht es beim Habenhauser aus? Wir haben natürlich ein bisschen andere Ziele, sage ich mal. Ich sage mal, wir sind in die Saison gestartet. Unser Ziel war erstmal die Halle zu erreichen. Da muss man ja am Stichtag den 8. Platz erreichen. Das hatten wir erreicht. Ja, und jetzt in der Rückrunde versuchen wir den Schwung mitzunehmen. Ja, unser Ziel wird dann auch sein, so 7., 8. Platz zu erreichen. Und wie sieht es mit Titelverteidigung nächstes Jahr aus? Ja, klares Ziel, oder? Wir sind natürlich nicht automatisch qualifiziert fürs Turnier, von daher Zielsetzung erstmal wieder qualifizieren und dann gucken, was passiert. Hat das eigentlich eine Rolle gespielt, dass zum Beispiel der FC Oberneuland nicht dabei war? War das Turnier dann anders oder hat man gedacht, okay? Ja, man muss sagen, wir haben den Zuschauerrekord gebrochen, ne, dieses Jahr, obwohl der FC Oberneuland als höherklassiger Verein nicht dabei war. Fürs Turnier gab es überhaupt keine Spielerisch Probleme. Keine Unterschiede? Nee, waren alles super Spiele, viel Qualität mit dabei gewesen, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Super, dann vielen Dank für den kleinen Eindruck, den wir jetzt hier noch bekommen. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur Wahl, herzlichen Glückwunsch zum Titel. Wir sind ganz stolz auf euch. Ich finde es immer toll, wenn ein bisschen Außenseiter bei solchen Sachen gewinnen. Macht weiter so und lasst von euch hören.